Moin, moin, meine Lieben, hier ist eure Stempelpiratin Jessie. Ich bin unabhängige Stempel-Up-Demonstratorin und lebe in Rostock. Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video der Reihe Warum musste ich das kaufen? Es geht dieses Mal um Stanzen. Diese schönen Handstanzen für Etiketten gibt es ja in diversen Formen und Größen. Und es ist ja ganz oft so die Frage, passt jetzt die Stanze zu dem Text? Ist das jetzt zu hoch, zu niedrig? Passt das? Oder wie kann ich die noch anders einsetzen, damit das passt? Ich habe hier einmal mir Matrizen angelegt. Das hatte ich euch schon mal in einem anderen Video, glaube ich, gezeigt. Die Idee stammt nicht von mir. Die ist von der Martha von Cookies Crafts & Co. Damit könnt ihr euch dann einfach raussuchen, welche Stanze passt jetzt bei den Text, den ich haben möchte. Passt das? Ist ein bisschen groß, aber ich zeige euch das gleich, wie man so ein Etikett dann eben noch mal in der Größe etwas anpassen kann. Die Matrize ist ganz einfach. Schneidet euch ein Stück Farbkarton. Nehmt eure Stanze. Ich habe die jetzt so von der Größe gemacht, dass sie von der Breite her genau reinpassen, dass ich einfach immer mittig stanzen kann. So. Dann kann ich mir das einfach drauflegen. Ja, aber dann kann ich gucken, was davon passt. So. Wir haben jetzt hier einmal ein kleines Stück weißen Farbkarton. Normalerweise würde ich da jetzt irgendeinen Text drauf stempeln, aber das machen wir jetzt mal so. So. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann das dann matten. Stanze es einfach noch einmal aus und schneidet sich zum Beispiel das durch und klebt sich das dann links und rechts ein bisschen mit Abstand fest, also so, dass man hier hinten dann eine Lücke hat. Was man aber auch machen kann, und da ist manchmal so ein Post-it ganz hilfreich. Man nimmt sich das Etikett noch einmal, das ausgestanzte, geht dann hier nochmal in die Stanze rein und guckt dann, wie möchte ich es haben. Möchte ich es vielleicht nur so haben oder nur ein bisschen kürzer? Das könnt ihr dann an euren Text so anpassen, den ihr drauf gestempelt habt. Wenn ich das jetzt so angucke, so sieht ja komplett anders aus, aber es ist ein und dieselbe Stanze. Und das könnt ihr mit fast allen Stanzen machen. Ihr könnt auch die hier nur mit einer Ecke stanzen. Auch. Oh, das hat ja jetzt ganz wunderbar geklappt. Ein Streifen hat, der richtig in der Breite ist, dann. Genau. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da. Ich werde definitiv weitermachen mit dieser Serie. Warum musste ich das kaufen? Wenn ihr also noch einen Schrank Leichen habt, die ihr gerne, ja, gerne wissen möchte, wie man die vielleicht noch verwenden könnte oder wie man sie überhaupt verwendet, dann schreibt mir gerne eine Nachricht an stempelpiratin@gmx.de oder über das Kontaktformular, was ich euch unten drin verlinkt habe. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.